Ja, und hier sind wir wieder bei Newto und wir sind in den heiligen Hallen von Lord Abaddon. Es ist ein ganz kurzes Ankündigungsvideo zum Interview. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Wie gesagt, in Kürze gibt es das Interview bei uns. Wir haben dich eingeladen, wir freuen uns, dass du dir dann die Zeit nehmen wirst. Kannst du ganz kurz vielleicht erzählen, wie du so mit dem Erfolg, den du auf YouTube im Moment hast, umgehst? Nun, als Weltherrscher ist man ja gewohnt, Erfolg zu haben und er ist auch dementsprechend wichtig dafür, denn wenn man keinen Erfolg hat als Weltherrscher, dann werden die Pläne nicht umgesetzt, die man hat. Dementsprechend sehe ich das ganz locker. Mittlerweile hast du sogar eine Trophäe vom Webvideopreis mitgebracht wegen dieser ACTA-Geschichte. Was es damit auf sich hat und hast du nicht gesehen? Das können die Leute nur erfahren, wenn sie das Interview bei Newto sehen. Um das nochmal kompakt zu kriegen, die können jetzt hier unten Fragen stellen per Kommentar oder eine Videoantwort stellen, was bei dir ja schon sehr oft gemacht wird, wenn die Leute sich unterwerfen. Also sollten sie das tun. Gibt es denn eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, wo du sagst, die sollte mir unbedingt mal gestellt werden? Ja, ich habe irgendwie gewusst, dass du mir diese Frage stellen würdest. Da gibt es sehr viele Fragen, aber gerade spontan fällt mir keine ein. Aber ich bin mir sicher, dass meine geliebten Untergebenen, wenn ihr denn die Fragen auf dieses Video stellt, in Form von Videoantworten oder in Form von Kommentaren unter dem Video, da wird bestimmt einiges dabei sein, was uns beide überraschen wird. Das war jetzt so eine Pflichtansage an die Zuschauer, ne? Selbstverständlich. Es war ein Befehl. Sehr schön, dann danken wir dir und in Kürze kommen wir wieder und dann drehen wir das Interview ab mit ganz vielen Fragen, mit natürlich ganz vielen Videoantworten. Dann freuen wir uns und dann erstmal vielen Dank. Ja, gerne.